noch ein Foto. Margaret Vesper, 2. Januar 1880 bis zum 26. August 1919. Die ist nicht mal 40 Jahre geworden. Dafür ist sie eine ziemlich alte Schreckschraube, dafür, dass sie nicht mal 40 geworden ist. Auch wieder ein sympathisches Foto mit Messer dabei. Okay, jetzt kommt sie zurück, das finde ich nicht so cool. Na toll, jetzt rennt sie dort immer im Kreis. Okay, wir brauchen gutes Timing. Nein, du sollst... Typ, mach's doch nicht gleich wieder aus. So, jetzt scheint sie gerade nicht da zu sein. Ich sollte vielleicht nicht ganz so schleichen. Ziemlich viele religiöse Porträts für ein einzelnes Haus. So, ich weiß halt nicht, wo sie hier rumrennt eigentlich. Oh, hier ist ein Schalter. Bingo, ein einzelner Schalter und ich wäre in Sicherheit. Das hoffte ich jedenfalls. Gleich an mehreren Stellen die Erscheinungen ausgelöscht gerade. Sehr gut. Nicht vergessen, ich sperre mich selbst ein. Ich habe nach einer Begegnung mit Mutter die Initiative ergriffen und bestimmte Türen blockiert. Es scheint zu funktionieren, selbst wenn ihr Körper den Gesetzen der Physik nicht gehorcht. Ich habe bemerkt, dass sie in den dunkelsten Nächten im Garten spazieren konnte, also habe ich die Fensterlesen und Fenster blockiert. Gelegentlich gelingt es dem Wind jedoch, sie zu öffnen. Es ist einfach absurd. Dieses Haus verwandelt sich in die Grabkammer eines Pharaos. Oh Mann! Bei dir war ja was los. Ein kleiner Funke und ich würde weiterleben. Aber für wie lange? Oh, war das nebenan in dem anderen Raum? Die Glühbirne, die wir dort gesehen haben? Kann das sein? Cool. Opfernotiz 2. Lieber Dr. Malloy, ich war in der Klinik, um James zu besuchen. Er ist so schwach. Der Arzt meinte, das sei das Ergebnis der Darmspülungen. Wie dem auch sei, als er mich sah, fing er an zu weinen. Es brach mir das Herz. Ich werde den Entzug abbrechen lassen, zumal ich ihn schon bald eh nicht mehr werde bezahlen können. Aber ich schwöre, dass kein einziger Tropfen Alkohol in unser Haus kommen wird. Er könnte sich einen Job suchen. Er ist nur so weit gekommen, weil er nichts Besseres zu tun hatte. Ich kehre nach Black Lake zurück und werde meinen Onkel bitten, ihn als Kellner einzustellen. Wir haben keine Wahl, wir müssen es versuchen. Ich weiß, was sie mir sagen werden, aber ich kann ihn einfach nicht mehr so sehen, wie er heute war. Danke für alles. Eines Tages werde ich ihnen zurückzahlen, was ich ihnen schulde. Jesse Greywood. Naja, die Begründung, weil er nichts Besseres zu tun hatte, die... Sowas führt nicht zum Alkoholismus, ganz ehrlich. Nur weil du nichts Besseres zu tun hast, da muss schon irgendeine Verdrängung dabei sein oder halt irgendeine Affinität dazu. Porträts von Männern. Ich war ziemlich sicher, dass ich einige davon kannte. Nee, oder halt, dass du dazu verleitet wirst. Aber ich meine, nur vom nichts anderes zu tun haben, kommst du nicht zum Alkoholismus. Ganz so kann man es auch nicht abtun. Geht's hier noch weiter? Nee. Margaret Venter Cross, Williams Mutter, der Eckpfeiler der Familie. Kinder während einer Zeremonie in der Kirche. Sie lächelten. Sowas gibt's? Kinder, die Spaß an den Zeremonien... Oh, haben. Hi! Die Frage ist, was willst du von mir? Im Korridor fand ich drei Särge, die erst vor kurzem ausgegraben worden waren. Der faulige Gestank, der sie mich umgab, überdeckte den Geruch nach Erde vollständig. Und Absätze auf der Treppe. Selina ging die Treppen wie ein Star hinauf. Im Gegensatz zu mir wusste sie, wohin sie ging. Ich entschloss mich, ihr zu folgen, in der Hoffnung auf das Beste, doch in Erwartung des Schlimmsten. Haben wir noch irgendwas, was wir noch nicht gelesen haben von den Nachrichten hier? Nee, sieht nicht so aus, ne? Was ist das? Ich habe eine Truhe gefunden, die nützlich sein könnte, doch der hölzerne Deckel war sehr schwer. Ich bräuchte eine weitere Lichtquelle, wenn ich beide Hände benutzen will. Ja gut, das haben wir ja erledigt. Das haben wir auch gehabt. Okay, ich glaube, dann haben wir soweit alles. Gut. Na dann, mich würde ja interessieren, ob drüben jetzt der Weg frei ist. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Vielleicht brauchen wir da auch gar kein Streichholz für, um uns rüber zu kämpfen. Wenn ich so ungefähr die Richtung beibehalten kann. Genau, jetzt ist hier drüben das Licht an. Wunderbar, jetzt können wir hier auch durchgehen. Alles klar. Nicht vergessen, Verstecke.
In einigen Räumen wird Margaret leicht zornig und richtet Chaos an. Ich musste die Hausschlüssel verstecken, um zu verhindern, dass sie sie an einen ihrer dunklen Orte mitnimmt. Sie hat diese Gelegenheit genutzt, um ihre Nester in der Nähe einiger dieser Schlüssel einzurichten, also musste ich sie ihr geben. Ihre Aura wird mit jedem Tag stärker, also muss ich nachdenken und einen Weg finden. Was will sie denn eigentlich, ist die Frage. Ich meine, ist es nur ihr Zorn, der hier herumschwebt, oder steckt da noch mehr dahinter? War ja gerade noch eine zweite Nachricht, ich glaube schon, ne? Liegt hier noch was? Nee. Nee, okay, das ist bloß die eine Nachricht und dann die Tür. Zu. Okay. Die verschlossene Kellertür war eine weitere Ironie der Dunkelheit, die hinter ihr lauerte. Die dunklen Spuren auf dem Boden waren ein schreckliches Omen. Ich denke, den Schlüssel für die Kellertür werden wir wohl später noch finden. So, schaffe ich es denn hier durch? Oh Gott, es ist arschfinster. Ich glaube, ich muss nochmal ein Streichholz anmachen. Ja, es nützt nichts. Okay, ich hänge hier an den Kisten fest, deshalb. Schade. Ich hätte es gerne ohne ein Streichholz zu verschwenden gemacht. Aber was soll's. Gehen wir die Treppen hoch. Was haben wir hier? Streichhölzer, sehr gut. Naja, nicht gerade viele. Folgen wir Selina. She had climbed the stairs like a diva heading back to her dressing room. Me, I was barely able to stand up. And I was trying to follow a star in the midst of black holes. I never felt so relaxed. Ende von Kapitel 2. Kapitel 3. Ein Stern ist genug. Dieser Berg, den ich schon mal gesehen hatte, war wie eine besitzergreifende Erinnerung. Massen von Bildern hier, ist ja Wahnsinn. Das Kreuz sah mehr wie eine Warnung aus, als wie ein Zeichen des Glaubens. Ein Kreuz hing an der Tür auf der anderen Seite der Treppe. Wenn es ein Versuch war, das Böse fernzuhalten, war er deutlich gescheitert. Und ein weiterer Sarg? Irgendjemand hatte die Särge ausgegraben und ich konnte ihm jeden Moment begegnen. Irgendjemand oder irgendetwas? Da ist man sich... kann man sich hier, glaube ich, nicht so sicher sein. Henry und Margaret. Margaret. An dem Tag, als ich zum ersten Mal deine kalte Hand berührte, wusste ich, wir würden uns niemals lieben. Ich war überrascht, dass du überhaupt ein so entzückendes Wesen wie William gebären konntest. Ich möchte glauben, das Leben hat das Beste für ihn gewählt, trotz allem, trotz dir. Ich werde nicht mehr lange leben. Für dich bin ich ja schon tot. Sei es halt so. Aber ich muss über die Zukunft schreiben, über William und über das Vesper-Unternehmen. Ich habe meine Anweisungen an meinen alten Freund und Assistenten Jack Winterstone gegeben. Mein Vater wollte immer, dass der Kopf der Firma ein Vesper ist. William, mein einziger Erbe, ist noch ein Kind. Du musst mich im Aufsichtsrat ersetzen und ich vertraue darauf, dass du es wie ein echter Vesper machst. Ich vertraue dir nicht, aber William braucht dennoch seine Mutter. Ich habe Jack gebeten, dass er darauf achtet, dass es ihm niemals an etwas mangelt. Er wird dich jede Woche besuchen und hat von mir die Befugnis, dir meinen Sohn wegzunehmen, wenn du deinen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommst. Lass mich dich daran erinnern, dass deine Familie ohne meinen Wohlstand nichts weiter als ein einst glorreicher Name wäre, den die Schulden verschluckt haben. Ich kann nur hoffen, dass mein Tod dich von deinem Zorn erlöst und dass du so zu einer besseren Frau wirst. Lebe wohl, Henry Vesper. Mann, das war ja eine unglaublich glückliche Ehe. Wahnsinn. Was haben wir denn hier noch? Diese Skizzen nackter Leute wirkten irgendwie... ich hab's gerade gar nicht fertig gelesen. Wahrscheinlich verstörend. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, wir gehen jetzt mal drüben lang. Henry Vesper, 15. Oktober 1874 bis 26. August 1913. Endlich Frieden. Na, viel länger hat die Margaret dann ja auch nicht mehr gelebt, was? Ein paar neue Streichhölzer, wunderbar. Oh,
Ernsthaft? Hast du auf mich gewartet, oder? So, okay, wir schauen mal, ob wir dran vorbeikommen können an der alten. Nee, okay. Hat keinen Sinn. Dann nehmen wir den Weg hier und schauen uns hier weiter um. Diese brandneuen wissenschaftlichen Bücher waren gerade erst aus Deutschland angekommen. Oh, finster. 28. August 1904. Ein neuer Vesper auf Erden. William, mein Sohn. Ich möchte dein ganzer Stolz sein. 8. Februar 1910. Das Vesper-Vermächtnis. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Wahl zum besten Unternehmen des Jahres. Achso, das ist schon... Das ist noch alt. Es geht bloß um die Bilder von William hier. Hier drüben ist noch was. William Vespers Tagebuch, Auszug 6. 21. November 29. Heute Nacht wurde ich wieder wach. Als hätte ich ein Gewicht auf meiner Brust. Die Schatten verdichten sich immer weiter aufgrund des Hasses. Ihres Hasses. Dieses Weib wird mich niemals in Ruhe lassen. Ich habe versucht, das Licht einzuschalten, aber die Sicherungen sprangen wieder raus. Ich habe nach den Streichhölzern unter meinem Kissen gegriffen. Da spürte ich... Gott, ich habe ihre Fingernägel in meinem Arm gespürt. Ich schrie und fiel aus dem Bett. Dann habe ich mich an die Streichhölzer in meinem Schlafanzugtaschen erinnert, als die Dunkelheit, die unter meinem Bett lauerte, an meinen Beinen hochkrabbeln wollte. Ich rieb das Streichholz und es fühlte sich an, als würde sich der ganze Raum aufblasen, zu seiner normalen Größe zurückkehren. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich ging in die Stadt und wieder musste ich etwas tun. Doch diese Momente des Friedens werden kürzer und kürzer. Ich frage mich, wieso hast du überhaupt versucht, dort noch zu bleiben in diesem Haus? Ich meine, es hat doch keinen Zweck gehabt, oder? Dieses handgezeichnete Porträt eines jungen Mannes war unerwartet zierlich. Und viele Türen für uns zum Öffnen. Die geht sogar auf, wunderbar. Ich schau mal kurz da drüben. Mit Sonnensymbol. Oh, die geht auch auf, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann gehe ich erstmal hier rein, denn dieses Sonnensymbol verheißt ja, glaube ich, Sicherheit, oder? Ich suchte nach einer Verbindung zwischen all diesen Gesichtern, allerdings vergeblich. Margaret Vesper, 2. Januar 1880 bis 26. August 1919. Also das links, da sieht sie ja relativ hübsch aus, muss ich sagen, ne? Auch wenn sie da schon ziemlich Kälte im Gesicht hat. Aber da in der Mitte? Weiß nicht. Was ist das denn? Was sind denn das für Bilder? Äußerst seltsam, äußerst seltsam. Okay. Schauen wir uns hier drin mal ein bisschen näher um. Diese Bücher befassten sich mit der modernen Entwicklung der Mode. So viele Frauen an den Wänden. Ich konnte Selina unter ihnen erkennen. An den Wänden dieses Zimmers hingen zahlreiche Frauenporträts. Viele der Fotos sahen alt aus. Vielleicht Frauen der Familie. Selina an William, Auszug 5. 1936 wird mir immer in Erinnerung bleiben als das Jahr, in dem ich die Jazzclubs in Harlem entdeckt habe. Den Savoy Ballroom, den Radium Club, das Locked Cabin, den Cotton Club, den Theatrical Grill. Mit Ellington, Henderson, Calloway, Armstrong. Aber obwohl ich mit einem farbigen Mann liiert bin, gehöre ich nicht dazu. In Amerika knüpfen Weiße immer noch Afroamerikaner auf. Roosevelt und der New Deal werden nichts bewegen, William, weil euer Land immer noch eine vermeintliche Krankheit zu heilen versucht, indem es sich selbst verstümmelt. Eines Nachts ermutigt Jim mich, auf die Bühne zu gehen. Ich bin betrunken und traurig, also singe ich einen Staff, ein Volkslied aus meiner Heimat. Dasselbe Lied, das ich letztes Mal für dich gesungen habe. Aber ich improvisiere nach Jazzart. Am Ende sind alle still. Ich bin kurz davor zusammenzubrechen, mir ist schwindelig und plötzlich applaudieren alle und jubeln mir zu, als ob sie nie aufhören werden. Wegen dieses Lieds gab Armstrong mir den Spitznamen Kleiner Stern des Nordens. Der gute alte Louis, jetzt ist er so weit weg. Die hat sich ja richtig gemacht, ne? Okay, ich mach mal hier kurz an. Und wir schauen noch kurz, ob hier drüben was ist. Natürlich ist es viel zu dunkel. Okay, dann speichere ich erstmal kurz.
Und danach schauen wir uns die Ecke dann noch an und dann natürlich auch den Raum gegenüber. Dachte ich mir schon, wenn das Sonnensymbol außen dran ist, dass das hier ein Safe-Raum ist. Okay. Los geht's wieder. Ein leerer Kopf, frei von Erinnerungen. Ich fühlte mich, ich hab's nicht mehr fertig lesen können. Oh, hier gibt's einen Schalter. Feeling her so close was overwhelming. For a moment, I was a teenage boy again, witnessing a woman's magic for the first time. She was beautiful and classy, like an angel who had fallen to earth. I tried reaching out to her, but to no avail. I had to find a way to get her to see me. I had to find a way to enter her world. Sie wartete auf etwas. Auf mich? Nein, sie sah mich nicht einmal. Die Frage ist, ruft sie überhaupt uns? Ein wackeliger Kleiderschrank, vermutlich Heimat für Motten und alte Kleidung. Vielleicht ruft sie gar nicht bei uns um Hilfe, vielleicht ruft sie nach William, das kann auch sein. William Vespers Tagebuch, Auszug 15, 19. März 1932. Gestern hat Luna mich verlassen. Der Himmel war bodenlos. Ich habe versucht, die Verkabelung im Haus zu reparieren, bin dann aber weggelaufen. Mir blieb nur noch das Smoke. Ich bin in die Stadt gegangen, aber man sagte mir, dass Selina an diesem Abend nicht singen würde. Verdammtes Pech. Also habe ich getrunken. Als ich betrunken war, setzte ich mich ans Klavier, wie zu Hause. Ich habe ein Jazz-Klagelied improvisiert. Als ich wieder aufschaute, war sie da. Sie hielt ein Glas in der Hand. In mir ist etwas geplatzt. Sie fing an zu singen und ermutigte mich weiterzuspielen. Dann sagte sie, ich habe schon einige Pianisten mit goldenen Fingern kennengelernt, aber ihre sind aus Fleisch und Blut. Es liegt viel Menschlichkeit in ihren Anschlägen. Sie haben großes Talent. Wir haben die ganze Nacht lang getrunken und über die Vergangenheit geredet. Am Ende weinte sie. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ihr Gesicht reflektierte das Licht wie eine Mondsichel. Jetzt will sie, dass ich für sie auf der Bühne spiele, mit ihr. Ich bin so glücklich und verrückt. Und mir ist übel vom Trinken. Tja, hättest du mal nicht gesoffen. Okay, Selina sitzt nun also hier, aber wir können nichts mit ihr machen. Ist da drüben eine Kiste, die wir untersuchen können? Nein. Okay, halt, hier sind Streichhölzer. Gut. Das ist praktisch. Magst du eins anzünden eventuell? Nachdem ich jetzt schon 5-mal auf Enter gedrückt habe, dankeschön. So, dann untersuchen wir nämlich mal noch hier erst das Buch und dann die Tür vielleicht auch. Selina und William, Auszug 4. Jim liebt Jazz. Wirklich, er ist so süß. Er nennt mich seine Prinzessin aus dem kalten Land. Es ist Mai 1936 und er meint, der Westküste würde es am Swing mangeln. Jazz breitet sich von New Orleans nach New York aus und die Clubs dort sind der Wahnsinn. Da tanzen sie, sie singen, sie hören gar nicht auf zu feiern. Darum verändert sich alles in diesem Jahr. Jim sagt mir, dass er mich liebt. Ich bin 24 und er ist 15 Jahre älter, aber das ist mir egal. Er ist der erste Mann, den ich wirklich gekannt habe. Er will sein Büro nach New York verlegen und mit mir dort wohnen. New York, kannst du dir das vorstellen? Aber die Band weigert sich mitzugehen. Gertz hat ein Kind, Markus will heiraten und Bill kann New York nicht ausstehen. Das ist das Ende von Selina and the Frozen Sons. Das ist mir alles egal, sagt Jim. Das Publikum will dich und sie werden dich bekommen. Meine Eltern sind dagegen. Wenn ich gehe, bin ich nicht mehr ihr Kind. Aber ich gehöre schon längst meinen Fans. So eine dumme Aussage. Bin ich nicht mehr ihr Kind? Also, natürlich bleibt sie das Kind von denen. Ach, okay, hier ist eine Tür. Ist das... Wir sind doch jetzt wieder in dem Treppenhaus, ne? Ich glaube schon. Gut zu wissen, dass hier ein Durchgang ist. So, das Licht könnte ruhig anbleiben. Nur damit wir ja auch mal ein Licht in der Dunkelheit haben. Ich weiß nicht, ob das nicht anbleiben will oder wie das aussieht. Komm, nimm noch mal hier. Kann nicht schaden. Okay, eins liegt dann noch dort. Na toll. Da sind wir ja gerade weit gekommen. Gut, jetzt also mal das Nebenzimmer.
Halt! Wer hat denn hier die Spuren auf dem Boden gemacht? Diese Spuren waren die fauligen Überreste von Finsternis. Okay.